Hier sind die EmsTV News. Es ist Dienstag, der 5. November. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu Ihren regionalen Nachrichten. Wir starten mit guten Neuigkeiten. Die vermisste 17-Jährige aus Schüttorf wurde nach Angaben der Polizei in Sachsen aufgefunden. Die Jugendliche war Mitte Oktober gegen 23 Uhr aus ihrer Wohngruppe verschwunden. Noch ist unklar, wieso das Mädchen nach Sachsen gereist war. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung der Bevölkerung. Zwischen Samstagmittag und Montagmorgen haben bislang unbekannte Täter in Lünne ein Wohnmobil der Marke Fiat Ducato vor einem Firmengebäude an der Straße Gewerbegebiet entwendet. Der Schaden wird dabei auf einen hohen fünfstelligen Betrag geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Nummer 05977204360 entgegen. Ebenfalls gestohlen wurden 41 Bauzaunelemente in Meppen. Zwischen dem 30. Oktober und dem 4. November haben bislang unbekannte Täter diese von 9 Baustellen an der Straße im Sümpel entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Nummer 05931-9490 zu melden. Feldhasen sind normalerweise sehr unscheinbare Bewohner des Emslandes. Zurzeit geht es ihnen durch ein Virus jedoch sehr schlecht. Meine Kollegin Vian Balko erklärt, warum. Die Viruskrankheit Myxomatose, die Feldhasen weltweit bedroht, ist nun auch im Emsland angekommen. Bei 20 verendeten Hasen aus dem Raumlingen wurde in 17 Fällen das Virus nachgewiesen. So Josef Schröer, Vizepräsident der Landesjägerschaft Niedersachsen, zur Neuen Osnabrücker Zeitung. Die Seuche könnte laut Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit die Hasenpopulation in der Region stark reduzieren. In manchen Revieren liegt der Verlust bereits bei bis zu 90%. Erkrankte Hasen zeigen kaum Fluchtverhalten und sind oft durch stark verklebte Augen fast blind. Schröer rät dringend, Hunde an der Leine zu führen, da das Virus Bindehautentzündungen verursachen kann. Die NJL empfiehlt, in betroffenen Gebieten die Treibjagd im Herbst einzustellen. Einzige Hoffnung sei ein starker Kälteeinbruch, der die Mücken als Hauptüberträger inaktiv machen würde. Vom 18. Oktober bis zum 7. November konnten Besucher des Haselünner Rathauses auf 7 Fototafeln Informationen über fairen Handel sammeln. Was bedeutet Fairtrade? Warum ist das wichtig? Und wie kann ich mich einbringen? Meine Kollegin Lilly Esser hat die Antworten. Fairtrade soll es kleinbäuerlichen Produzenten ermöglichen, auch unter erschwerten Umständen wie Armut und den Folgen der Klimakrise unter gerechten Arbeitsbedingungen einen fairen Lohn zu erhalten. Annette Sabelhaus und ihre Fairtrade-Steuerungsgruppe haben eine Ausstellung zu dem Thema im Haselünner Rathaus organisiert. Der besondere Schwerpunkt? Klima. Es geht im Wesentlichen um 7 Fotoplatten. Auf diesen Fotoplatten wird dann einmal dargestellt, was eigentlich Klima in bestimmten Ländern, in Asien, in Afrika, in Lateinamerika überhaupt bedeutet, ja, und auch wie Fairtrade gemeinsam mit den Produzenten dann den Herausforderungen begegnen kann. Es geht aber auch dann um Selbstbestimmung, um Selbsthilfe und letztendlich auch um Vermeidung von Kinderarbeit. Neben der Ausstellung bemüht sich die zertifizierte Fairtrade Town auch im Bereich Bildung ein Bewusstsein der Jugend für Fairtrade zu schaffen. Es gibt Projekte, die in der Schule stattfinden, besonders im Jahrgang 5 und 6, die dort zum Beispiel sich das Thema Schokolade annehmen oder auch in den Supermarkt gehen und einfach mal schauen, wo sind Fairtrade-Produkte da, was passiert in anderen Ländern, was passiert, wie leben dort Kinder, wie leben dort Menschen, wie müssen sie dort für ihr Geld arbeiten, um das Bewusstsein bei den Kindern und Jugendlichen nochmal zu schaffen. Besonders stolz ist die Stadt über ihre neuesten Auszeichnungen als fair. Dazu gehören das Krippenhaus Lünni in Haselünne und die katholische Kirchengemeinde St. Vincentius. Doch eine einmalige Zertifizierung hält nicht auf Dauer. Es ist so, wenn man erstmals zertifiziert wird, dann ist das erstmal toll und man freut sich, aber man darf sich dann nicht auf den Lorbeeren ausruhen. Man muss sich alle 2 Jahre rezertifizieren lassen. Wir haben diesen Antrag im September gestellt und ich kann jetzt auch verraten, es hat geklappt. Wir dürfen weitere 2 Jahre Fairtrade Town bleiben.
Dafür muss eine Fair Trade Town jedoch einige Voraussetzungen erfüllen. Im Rathaus müssen die Produkte fair hergestellt sein. Außerdem soll der Einzelhandel der Stadt Fairtrade-Produkte anbieten. Die Bildung in Schulen und Kindertagesstätten muss gewährleistet sein, sowie eine gute Öffentlichkeitsarbeit bezüglich des Themas. Diese Kriterien sah Fairtrade Deutschland in der Stadt Haselünne erfolgreich erfüllt. Für die Zukunft sind weitere Aktionen vorgesehen. Wir planen auch im nächsten Jahr noch wieder eine Aktion. Das ist ein großer Flohmarkt, den wir immer haben, der im Grunde auch unter Fairtrade fällt, da er natürlich, oder Kinder können dort ihre gebrauchten Spielsachen anbieten und verkaufen. Somit ist auch der Gedanke Fair Trade drin. Wer insbesondere bei Produkten wie Kaffee, Schokolade, Tee, Gebäck, aber auch Kleidungsstücken auf das Fair Trade-Siegel achtet, hat schon einen Teil getan, um weltweit einen fairen Handel zu unterstützen. Dinosaurier, die in bunten Farben erstrahlen. Genau das war das Ergebnis des Malwettbewerbs im Emsland Archäologiemuseum. Über 500 Kinder haben ihre kreativen Ideen in Bilder umgesetzt. Und meine Kollegin Marie Fasthoff war bei der Preisverleihung dabei. T-Rex, Triceratops, Brachiosaurus. Erkennen Sie diesen oder jenen? Dinosaurier, soweit das Auge reicht. Die Ausstellung Urmel, Urzeit, Ungetüme, Dinosaurier und Co. im Archäologiemuseum in Meppen bot den perfekten Anlass für einen kreativen Malwettbewerb, bei dem Kinder ihre Lieblingssaurier auf Papier brachten. Ein Dino mit einer grünen Landschaft. Und da es jetzt draußen immer kälter wird, hat der Dino auch ein besonderes Accessoire, eine warme Mütze. Der Wettbewerb zog viele Teilnehmer an und erhielt insgesamt 518 Einsendungen. Die Jury, bestehend aus 6 Mitgliedern, je 2 aus dem Kunstkreis, dem Emsland Archäologiemuseum und dem Stadtmuseum Meppen, hatte die schwere Aufgabe, die besten Werke auszuwählen. Das war sehr, sehr schwer. Wir haben auch immer so Zwischenauswahlen gemacht. Erstmal haben wir nach Altersgruppen aufgeteilt. Man kann schlecht ein Bild einer Vierjährigen vergleichen mit einem Bild eines Zwölfjährigen. Haben also 3 Altersgruppen gebildet und da Stapel gebildet, aus denen wir dann einzeln ausgesucht haben und hatten zum Schluss gut 40 Bilder in einer engeren Auswahl. Und dann sind wir einfach durchgegangen und jeder hat bunte Steinchen verteilt für die Bilder, die er am tollsten fand. Und die meisten Steinchen nachher hatten, haben natürlich den Sieg abgeräumt. Bei der Arbeit mit dem Pinsel hat Katharina besonders eine Spaß gemacht. Die feine Arbeit beim Malen. In der Alterskategorie der 4- bis 7-Jährigen ging der erste Platz an Nele Zorn. In der Kategorie der 8- bis 10-Jährigen überzeugte Manuel Roman die Jury. Und bei den 11- bis 13-Jährigen gewann Martin Peters den ersten Platz. Die besten Bilder wurden mit Gutscheinen für den Dinosaurierpark in München-Hagen prämiert. Ja, wenn das nicht ein toller Preis ist. Mit diesen Kunstwerken beende ich die MSTV News für heute. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie auch morgen wieder einschalten. Bis dahin, haben Sie einen schönen Abend. Tschüss.